Hey und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unravel. Wir haben im letzten Part das letzte Bild da oben gemacht. Also das letzte, keine Ahnung, ob das letzte war, ich glaube nicht, weil es gibt noch einige Level. Wie viel ist genug? Die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Schätz mal irgendwie da bei der Tür da. Ja, okay. Hier waren wir nämlich noch gar nicht und hier konnten wir, glaube ich, auch gar nicht hin. Deswegen, ja. Mal schauen, was uns hier alles erwartet und wie viele Level es hier noch gibt. Das letzte Blatt. Das hört sich irgendwie so nach dem letzten Level an, einigermaßen. Huh. Ich habe das Licht angemacht, lol. Rost. Wintersonne. Der Brief. Ah, hier geht's weiter. Okay. Das heißt, es gibt noch 4 Level, die ich jetzt da gerade mitgezählt habe, oder? Ja, 4. Mal schauen, vielleicht gibt's noch mehr. Aber das wäre, oder das würde heißt noch ein paar Parts. Auf jeden Fall starten wir in den Brief rein. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, kurz dazu gesagt, ui, da ist Winter, oder soll es schneien? Und da ist ein Hundchen. Schäferhund, oder? Keine Ahnung. Ich kenne mich in den Hunden auch nicht aus. Aber wir mussten 2 Level spielen, um ein ganzes Level abzuschließen anscheinend. Das heißt, es wurde 2 geteilt, weil der Rabe uns das am Ende so einen Stecker geklaut hat. Und da hinten sind Rehe oder Hirsche oder Elche oder was weiß ich. Und das habe ich irgendwann mal erwähnt gehabt. Wäre geil, wenn es sowas gibt, oder? Habe ich das erwähnt? Ich glaube schon. Wäre geil, wenn wir eins ganz nah sehen würden oder auf ihn reiten können. So richtig geil. Okay, rutschen tue ich nicht auf... Naja, doch. Bisschen. Das ist Wasser, also zugefroren Eis. Der blöde Rabe ist schon wieder da. Ist auch eine Straße, kommt ja auch ein Auto. Nee. Okay. Es ist ein bisschen Schnee. Wäre geil, wenn's so... Oh. Lol, das kann uns zerbrechen. Geil. Bin ich jetzt schon überrascht. Ich wollte eigentlich, dass das zieht. Hallo? Muss ich diesmal da drüber springen? Letztens ging's ja mal nicht. Ja. Hä? So, Mann, jetzt komm, lass mich drüber springen. Ha, endlich. Uiuiui. Hier ist was... Hier ist schon wieder irgendwas, was ich nicht verstehe. Hier ist auch schon wieder irgendwas, was ich nicht... Ah, okay. Dann sind das irgendwie... runterbekommen. Aber warte, kann ich hier weiter? Nee. Mal gucken erstmal, was hier vor sich geht. Wir müssen das hier da befestigen. Das... Ja, das weiß ich. Und ich will keine Schnur verschwenden, deswegen ziehe ich mich hier wieder rauf. Nee. Ah, ich kann mich ja... Ach so. Ah, jetzt hier und hier auch zusammen machen, dann können wir wieder hochspringen. Ja, ja. Ach, Leute. Irgendwie schon traurig, dass wir schon bald am Ende sind vom Spiel, aber... Irgendwie freue ich mich darauf immer noch aufs zweite so mehr. Weil wie gesagt, da werde ich höchstwahrscheinlich das mit meiner Freundin machen. Okay. Ich glaube, wir müssen gleich wieder zurückrennen, oder? Nee. Okay. Ich habe jetzt gedacht, dass da irgendwie so ein Stein ins Wasser kommt, wir müssen uns da dann ranhängen oder sowas. Fliegvögel! Ha! Brauche ich das nicht?
Ja, das ist ein Elch. Oh, so viele Vögel. Das... Okay, wir müssen uns sichern. Oh. Lauf, lauf, lauf. Die kommen immer wieder. Okay. Nein, der hat mich. Ich hab's gewusst. Ach. Ich habe irgendwie schon mal so geahnt, dass die Vögel mich irgendwann angreifen werden. Also ich habe es jetzt nicht gewusst, dass das passiert, aber vom Gefühl her, weil die immer schon so auf dem Präsentierteller waren. Oh. Jetzt kommen zwei Vögel gleich. Oder? Lol, der eine Vogel steckt im Himmel. Jetzt kommt noch einer. Normalerweise müssen die auch nur die Schnur, die am Boden liegt, eigentlich von mir nehmen. Geh doch da rein. Oh. Warte. Ich muss da gleich raufspringen. Oh, hab's geschafft. Uiuiui. Das war's. Okay. Och, Leute. Müssen den Karton wieder mitnehmen, so wie ich schätze. So. Ach, Leute. Ein paar Sachen sind einfach wieder zu einfach. Ein paar Sachen sind wieder so... Ja, da verstehe ich gar nichts. Ist hier was? Nee. Solange hier der Kasten nicht runterfällt, ist alles okay. Warte, lösen wir das. Oh, okay, das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Mache ich das andere auch kaputt? Nee. Okay, wir machen hier so eine Art Brücke jetzt einfach nur mal weiter. Was ist denn das? Manche Sachen verstehe ich nicht, manche irgendwie wiederum dann schon, ja. Warte, ich glaube, man kann nicht mehrere Brücken bauen, oder? Wie war denn das nochmal? Konnte man mehrere bauen oder nicht? Das merke ich jetzt. Ja, doch, konnte man. Okay. Aber da, schaut, die Schnur ist wieder so unnötig. Ich weiß nicht, wieso. Hm. Weil hier, schau, hier schon wieder das Ende. Ich will das alles wieder mitnehmen. Jetzt haben wir wieder mehr Schnur, also... Oder kommen wir da oben wieder raus? Das könnte auch möglich sein, deswegen kommt das noch. Vielleicht hätten wir das die Brücken lassen sollen. Ich hoffe es mal irgendwie nicht. Jetzt sehen wir hier einen Traktor, okay, okay. Ich bin aber irgendwie auch so ein Moderator, ne? Immer so, da sehen wir einen Traktor oder... jetzt schwingen wir von Kette zu Kette. Jetzt springt er und was wird er als nächstes tun wohl? Natürlich wird er sich hin und her schwingen und als nächstes jumpt er wieder dahin und weiter und gleich holt er sich da die Schnur. Wird er es schaffen? Ja, das hat er geschafft. Ja, keine Ahnung, ich bin so dumm. Kann ich das mitziehen? Ja. Da oben ist wieder eine Münze. Okay. Hätten wir das jetzt... hierher schwingen müssen, weil wir dann sonst nicht rübergekommen wären. Oder wir müssen wieder da hochspringen. Ich glaube, wir müssen da hochspringen, deswegen ist das jetzt da. Hier festmachen und... hier.
Wieso ist denn der jetzt durchgefallen? Hä? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, Leute. Normalerweise fällt er dann nicht durch, wenn er springt. Keine Ahnung weshalb jetzt, aber ja. Das Dom ist. Ich werd irgendwie auch, wir sind noch eine Kuh. Weil wir sind hier gerade in so einem Stall vom Bauernhof, also. Oder sind wir gerade auf dem Bauernhof, weil das vorhin könnte ich als Land verstehen, wenn die Vögel da waren. Da muss ich ja ein paar mehr Vogelscheuchen aufbauen, da alle. Warte, kann man das schieben? Nee. Würde mich auch wundern. Oh, eine Gratismünze, okay. Ich habe mir gedacht, die kriege ich. Autsch. Später. Das war aber auch geil, wie ich einfach dagegen geklatscht bin. Okay, das nimmt dann nicht. Ich habe da schon, ja, da habe ich schon wieder ein paar Vögel gesehen, ne? Okay, ich schätze mal, ich muss das so raufspringen, lol. Auf, um das da rauszuholen. Ja. Dann, dann. Hallo. Ja. Sollte das gedacht sein, dass es auf mir fällt? Ich glaube mal schon, weil jetzt können wir so durchgehen, ohne dass die Raben mich bekommen. Geil. Da habt ihr Pech gehabt. Ja, es sollte so gedacht sein. Das ist geil gemacht. Aber wieso verlieren wir durch den Eimer eben die Schnur? Das ist auch ein bisschen unlogisch, aber ja. Und da beginnt der Schnee. Hä, hey, wieso ist denn da kein Schnee und auf der anderen Seite schon? Das verstehe ich aber auch nicht. Okay. Geil, geil gemacht auf jeden Fall. Ja. Da ist ja was. Da ist ja was im Boden, aber verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Hallo? Ich will das da oben haben, weil irgendwie muss ich das da rausbekommen, oder nicht? So wie ich das verstehe. Keine Ahnung. Weil ich wollte eigentlich die Münze holen, aber... Ich lasse mir, also ich gebe mir jetzt nicht mehr so viel Mühe, die Münzen zu sammeln. Ein Hund! Wo? Sehe ich den? Nee. Okay. Das Rad brauchen wir anscheinend. Ich höre den Hund. Liebes Hündchen, komm doch hier. Dürfen wir auf die reiten? Also da kann auch böse sein, so ist nicht. Das sind ein paar viele Hunde. Naja, kommt auch wieder auf die Erzieher an, sag ich mal. Es gibt ein paar Vollidioten, die das nicht können, sag ich mal. Ich wollte ja eigentlich schon am liebsten immer einen Hund haben, aber wir haben früher mal einen Hund gehabt. Aber mittlerweile... Also ist er ja so, glaube ich, 2-3 Jahre nach meiner Geburt gestorben. Und ja, dann haben wir halt nur Katzen, weil typisch, wir haben ja einen Bauernhof auch und so. Und wir haben dann nur extrem viele Katzen und sowas. Ja, am liebsten wollte ich immer einen Hund haben, aber Hunde sind auch schwerer zu erziehen. Autsch. Ah, ich hab's überlebt. Hui, wenigstens. Da ist ein Mann mit seinem Hund. Ah, es ist der Hund mit dem Mann. Sehr geil.
Oh. Dame Rabe. Also eigentlich haben die es verdient, ja, weil der wollte mich ja essen. Aber den kann ich da nicht so stecken lassen. Tut mir leid. Solange du mir nichts tust, tue ich dir auch nichts. Okay? Oh. Jetzt haben wir einen Freund, oder? Ja, jetzt. Jetzt hängen wir auf dem. Der tut uns nichts, okay. Oh, der hat uns nur weitergebracht. Oh, ans Ziel sogar. Danke. Oh, ein paar. Am Anfang waren die Raben noch so blöd zu uns und denen, der hat uns jetzt geholfen. Oh. Und sogar ein Abzeichen vom Raben. Oh, das sieht süß aus und auch cool gemacht. Oh. Das ist wie so ein Drachenzähm leicht gemacht. Wo man so hingeht, Kopf berührt, so Vertrauen gewinnt. Ach ja. No. Das fliegt uns unter unseren Beinen durch. Aber da passen noch zwei Anstecker rauf, wenn ich mich so denke. Und man hört die ganzen Raben. Der Brief. Egal wie weit wir uns voneinander entfernen, wir sind nie weiter als ein Wort entfernt. Warum fällt es uns dann so schwer, wenn es doch eigentlich nur eines so kleines, nur eines so kleines Aufwands bedarf? Keine Ahnung. Aber wir haben den Hund nicht gesehen. Das fand ich jetzt traurig. Da die ganzen Felder wurden zerstört. Von den Raben, oder wie? Höchstwahrscheinlich. Dann, ach so, nein, weil auch der Winter gekommen ist. Die Raben wollten sich sicher noch Essen suchen. Ja, dann ist halt anscheinend der Winter gekommen. Ja. Okay, da hat eine E-Mail, ein Opa hat eine E-Mail bekommen. Oder halt Ding. Postkarte. Keine Ahnung, was man darauf sieht, aber irgendwelche Bilder von irgendeiner Frau, schätze ich. Höchstwahrscheinlich, weil er die geliebt hat, deswegen der Brief. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall noch ein paar oder zwei Anstecker, aber mehrere Level. Kann auch sein, dass es wieder was aufgeteilt ist, deswegen. Aber ja. Ich würde auch sagen, ich hoffe, euch hat das diese Party gefallen oder das Video, was weiß ich. Ist auch wieder etwas kürzer gewesen. Und ja, dann würde ich auch sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann bis später, euer Peter. Ciao.